Mama, ich hab dich lieb. Das ist Kiss Kiss. Heute ist Kiss Kiss sehr früh aufgewacht. Seine Familie schläft noch. Mama, Papa und auch seine Geschwister. Ganz leise schleicht Kiss Kiss nach draußen. Er wollte unbedingt etwas wissen. Quack, 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 quack. Guten Morgen, quakten die beiden Enten im Teich. Was machst denn du schon so früh hier? Guten Morgen. Ich möchte ein Küsschen von euch haben. Ein Küsschen? Ja, das ist kein Problem. Ja, bitte, ich möchte ein Küsschen genau hier auf meine Wange. Die beiden Enten kamen aus dem Teich und gaben ihm links und rechts ein Küsschen auf die Wange. Kiss Kiss schloss seine Augen und lächelte. Oh, noch nie hatte er einen Entenkuss gespürt. Der Kuss war zwar ein bisschen hart und nass, aber doch sehr erfrischend. Kiss Kiss bedankte sich herzlich und ging weiter. Guten Morgen, Pferd! Guten Morgen! Schön, dass du mich besuchen kommst. Pferd, ich möchte... Also, ich möchte bitte ein Küsschen von dir haben. Ein Küsschen? Ja, bitte genau hier auf meiner Stirn. Da bückte sich das Pferd und schmatzte ihm einen Kuss auf die Stirn. Kiss Kiss schloss dabei die Augen und lächelte. Einen Pferdekuss, das hatte er noch nie gespürt. Der Kuss war zwar ein bisschen klebrig und feucht, aber sehr warm. Kiss Kiss bedankte sich, danke, und ging weiter. Bald kam Kiss Kiss zu einer Pfütze voller Schlamm. Da drinnen lag ein Schwein. Guten Morgen, rief Kiss Kiss. Guten Morgen, grunzte das Schwein. Was willst du denn hier alleine? Schwein, ich möchte gern ein Küsschen von dir. Genau hier auf meine Nase. Ein Küsschen? Ja, das ist kein Problem. Das Schwein stand auf und gab Kiss Kiss einen Kuss direkt auf die Nase. Kiss Kiss schloss seine Augen und lächelte. Einen Schweinekuss, das hatte er noch nie gehabt. Der Kuss war zwar ein bisschen matschig mit Schlamm, aber doch sehr zart.
Kiskis bedankte sich herzlich und ging weiter. Im Garten traf Kiskis einen Hasen. Guten Morgen, Hase! Guten Morgen, kleiner Hund. Was machst du hier? Fragte der Hase. Ich möchte bitte ein Küsschen von dir haben. Ein Küsschen genau hier auf meinen Hals. Der Hase hüpfte näher und gab Kiskis einen Kuss direkt auf den Hals. Kiskis schloss dabei die Augen und lächelte. Einen Hasenkuss, das hatte er noch nie gespürt. Der Kuss war zwar ein bisschen zappelig und schnell, aber ganz schön kuschelig. Kiskis bedankte sich herzlich und ging weiter. Auf dem Nachhauseweg traf er einen Schmetterling. Guten Morgen, Schmetterling! Guten Morgen, guten Morgen, flüsterte der Schmetterling im Wind. Was machst denn du hier so früh und so alleine draußen? Ich sammle Küsschen und ich möchte bitte auch ein Küsschen von dir. Genau hier auf meinen Mund. Da flog der Schmetterling näher und ganz sanft gab er Kiskis ein Küsschen auf den Mund. Kiskis schloss wieder die Augen und lächelte. Oh, so fein! Einen Schmetterlingskuss, das hatte er noch nie gespürt. Der Kuss kitzelte ein bisschen, aber er war wunderbar. Kiskis bedankte sich herzlich und ging jetzt wirklich nach Hause. Zu Hause warteten schon Papa, Mama und seine Geschwister. Wo warst du denn? Fragte der Papa. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Ach, Entschuldigung, aber ich war schon wach und ich musste unbedingt etwas wissen. Na, mein Kleiner? Fragte die Mama. Was musstest du denn unbedingt wissen? Die Mama drückte dabei den kleinen Hund an sich und gab ihm einen dicken Kuss. Kiskis schloss die Augen und lächelte. Ah, jetzt weiß ich es. Entenküsse sind sehr erfrischend. Ein Pferdekuss ist sehr warm. Ein Schweinekuss ist zart. Ein Hasenkuss ist kuschelig. Ein Schmetterlingskuss ist einfach wunderbar. Aber Mama, dein Kuss ist der allerschönste. Ich hab dich so lieb, Mama. Glücklich kuschelte sich Kiskis an seine Mama. Ihre Küsse waren doch die allerschönsten.